Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Ja, heute habe ich mir mal hier ein Eichhörnchen mit zu Besuch genommen. Sieht es nicht putzig aus, ist das überhaupt ein Eichhörnchen? So, auf jeden Fall irgendwas Goldiges. So, also, ja, wir schauen jetzt einfach mal in den heutigen Shop rein und dann gucken wir mal, was da so aktuell am Start ist. Wir haben als allererstes hier wieder den Mythic Teddy in Mamas Almusgarnis-Schatulle. Dann gehen wir mal in den Shop rein und schauen, was hier am Start ist. Also von Mythic Teddy. Ja, Mythic Teddy ist okay, aber Mamas Almusgarnis-Schatulle finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Hier meine Eggnog-Roger, kabellose Audiotransmitter, Audiosender oder Audiotransmitter. Bill Daughtry, Pantry Guns, Wodka, Bier, Roger, dann gibt es hier diese Gegenstände. Schaut euch halt einfach mal mein Video zur Winter Tire Box an, da erkläre ich alles genauer. Dann haben wir hier die Martian Tire Box, auch hierzu habe ich bereits ein Video gemacht. Auch da einfach mal reinklicken in dieses Video. Da erkläre ich alles ein bisschen genauer. Hier haben wir Martian Kalender, Mutilated Therapy Doors, Eugene Belcher, Graffiti Mural, Arc Sketch Mac Griffin und eben diese Combo Masteries. Also auf jeden Fall beides Boxen, die durchaus. Oh! 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 Ne Mythic Tina, das Mythic Tina Pack ist da. Okay, erst Mythic Peter, jetzt Mythic Tina. Oh mein Gott. Ja, Mythic Tina. Hier mit Red Rodriguez, Turiel, Graffiti Mural, Mutilated Therapy Dolls und mit einer Lois Griffin. Oh, schon recht ordentlich, muss ich sagen. Das kann man natürlich leider nicht in die reinklicken. Wir könnten uns jetzt diese Karten hier angucken, aber die kennen wir ja schon. Aber eine Mythic Tina ist schon nice, ne? Problem, kriegst halt nur deine 12 Fragments in etwa raus, zwischen 10 und 15. Und dann wird das Ganze doch relativ teuer, bis man diese Mythic Tina zusammen hat. Auf jeden Fall mega geil. Hier haben wir die Hip-Hop-Box mit Hip-Hop-Barb, Big Mountain, Fudge Cake, Drehender Jeff, Nibbler on the Roof oder Nibbler auf dem Dach, Eugene Belcher und Hank Hill. Auch eine sehr geile Box, zumal, also die ist wirklich geil, zumal ja als nächster BGE Musik kommen wird. Und zwar direkt dann, wenn der nächste Rumble startet. In einer Woche am Donnerstag. So, dann haben wir hier den Hip-Hop-Bob, der richtig cool ist. Und die anderen Karten sind auch nicht zu verachten. Eugene Belcher und Hank Hill, natürlich mega geile Charakterkarten. Dann sind wir hier auch schon soweit durch. Dann gehen wir mal an die Meisterschaft rein. Hier wurde wieder irgendein Bild nicht nachgeladen. Schauen wir mal, was das hier ist. Der Crate Trained Steve. Und den Crate Trained Steve, den kenne ich noch gar nicht. Muss ich jetzt erstmal reinziehen. Was macht der denn überhaupt? Der Crate Trained Steve. Den kriegst du aber einen Knoten in der Zunge. Ey. Ist das doch nicht die Möglichkeit, ey? Kriegst du fast Knoten in Zunge. So, das ist der hier mit, also Steve mit hier Animal-Karten. Und jetzt wollen wir das Ganze mal maxen und schauen wir uns erstmal an, was das Ding überhaupt kann. Ah, guck mal hier. Mit Punch. Punch ist da. Ui. Ui. So, jetzt schauen wir mal. Also hier hätten wir jetzt 25 Punch und 20. Oh, das sind 45 Angriffe im First Hit. Wenn du es mit dem Iron Lobster machst, dann haben wir also die Karte. Die Combo. Ja, jeder, der jetzt irgendwas Verferkeltes denkt, ihr Wutzis, ihr. So. Dann haben wir hier den Crate Train Steve mit New Brian gemacht. Dann also mit Steve Smith und New Brian kombiniert. So haben wir 26 Punch und 20 Angriff. Ja.
So, da haben wir 46. Im First City ist natürlich schon mega geil, ne? Muss ich sagen. Das ist schon nicht schlecht. Hast du 25 Krüppel, hast noch Burger. Oh, zwar auch wenn es nur eingeschränkt ist, aber 13. Selbst wenn es nur eine Karte heilen sollte, ist das schon nicht so schlecht. 25, 13, 24, 17, 25, 15, 26, 19. 26, 21 mit dem Bandit. Das sind 47 Angriffe im First Hit. Holy moly. Holla. Husch, husch, die Waldfee. So. Also stärkste Version hier mit dem Bandit. Und ja, wenn du da 10% draufrechnest, dann bist du da unter Umständen, ich weiß es nicht, bei 28 oder 29, je nachdem, wie es hier wieder ausgesucht wird. Punch. Dann hast du 23 Angriff, 23 plus, sagen wir mal, gehen wir mal weiter runter, gehen wir mal auf 28. Da wärst du bei 51 im First Hit. Würde jetzt noch keine Mythic Louise unbedingt platt machen, aber ist schon ziemlich nah dran. Ne? Auf jeden Fall eine ziemlich krasse Combo. Crate Train Steve. Kannte ich noch gar nicht. Und ist auch neu, wie man sieht hier. Das Bild ist noch gar nicht da. Ja, wer einen Steve Smith im Deck hat, ne? Und da noch vielleicht die ein oder andere Animal-Karte. Der, ja, also ich gebe jetzt keine 500 Gems für aus. Ich habe auch keinen Steve Smith bei mir im Deck. Aber ist nicht schlecht. Die Combo ist ziemlich geil, ja. So, da klicken wir mal hier raus, weil sonst kriege ich nämlich Frustbeulen. Und dann gehen wir zum Cab Driver Brian. Und das ist wiederum mal schönes Rot für die 500 Gems. So, da haben wir nämlich einen Brian und da haben wir eine Autokarte. Und da kommt da hinten sowas raus. Ein völliger Nonsens. Völliger Scharrot. Alles nur eingeschränkt. 17 Burger, 18 Shield, 18. Cheers. Ja. Sorry, aber dies lohnt sich nicht wirklich. So, also machen wir mal hier die mal ganz schnell wieder weg. Cab Driver, Brian und dann geht's weiter. Dann haben wir hier die Tay Bo Billy Blanks wäre jetzt richtig stolz darauf. Ja, sieht ja fast so ein bisschen aus wie seine Tochter hier. Ja, die Billy Blanks. Mega cooler Typ, ey. Der Tay Bo Master. Geil. So, was haben wir hier? So gibt's eine legendäre, ne? Wenn wir die jetzt mal hier maxen und dann gucken wir uns mal an, was dabei rauskommt hier, wenn wir die da gemaxt haben. Das sind doch relativ viele Fighter-Karten, viele Fighter-Kombos. Ja gut, du hast halt Bodyguard und du hast Cheers. Ne? Ja. Einmal für die Serie und einmal für Fighter-Karten. Also. Naja, finde ich nicht so doll, muss ich sagen. Warum muss sowas hier eingeschränkt sein? Ja, wenn sie es einfach, das sollen sie einfach die Einschränkung weglassen und dann ist die Combo, ist hier auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Aber nein, da musst du auch nur drauf achten, wo du die Karte nebendran setzt. Naja. So, also Tay Bo Luan. Ich finde es jetzt nicht ganz so toll. Und, ach so, habe ich es überhaupt angezeigt? Hier. Ich habe es nur gerade angezeigt. Guck doch mal hier. Da so. Diamond Crusher. Da arcturianisches Kung Fu. Und so weiter und so fort. Und so fort. Das sind so die ganzen Kombos, mit denen es möglich ist. Ja. Dann gehen wir hier mal raus. Also da würde ich jetzt keine 1000 Steine für ausgeben. Aber jetzt, da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Die Dodgeball Louise. Und die Dodgeball Louise ist halt schon wieder eine Kombo. Die ist schon nicer. Also die kann auch spannend sich entwickeln.
Schauen wir uns doch mal an, was kann denn die Dodgeball Wings? Also erstmal ist klar eine Louise, ne? Und dann hast du hier Sportkarten. Allerdings das Problem an dieser Combo ist, es geht halt nur eine einzige, die Sinn macht. Das ist diese Blurns Ball, ne? Da hast du dann eben hier eine 17er Revanche, 18-fach Cripple und 13-fach Craze. Jetzt lass uns mal ganz kurz durch exerzieren. Ich müsste halt wirklich schauen. Also gut, es wäre dann wahrscheinlich Revanche 19, 20 Cripple und leider nur 14 Craze. Das macht mich dann doch schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen schade, weil ich glaube. Ja gut, wir hätten dann 17, 19 Angriff und 85 Leben. 19 Angriff, 85 Leben, 19 Angriff. In der nächsten Runde hätten wir 32 Angriff oder 33 Angriff. 47. Ja. Ich muss sagen, die. Also wenn ich jetzt. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich die maxe da oben. Das ist halt nur eine Epic gemaxt, ne? So, ja, da kommt halt. So stark ist es eigentlich gar nicht mehr, ne? Es ist schon stark. Es ist definitiv stark. Ich spiele die auch immer ab und zu ganz gerne, aber so jetzt. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, ob ich da jetzt was rein investiere, glaube ich. Am Anfang, als ich gesehen habe, Dodgeball Louise, habe ich noch gedacht, ja, mache ich. Aber jetzt, erstens, was spricht dagegen? Es gibt nur eine einzige Kombo-Möglichkeit, nämlich die Blurns Ball. Zweitens sind die Werte, also der entscheidende Wert für mich hier, der Craze-Wert, ist zu niedrig, zu gering, um zu sagen, okay, das lohnt sich jetzt da. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt wüsste, wir hätten jetzt so wie hier die 16 Craze und ich wüsste, wahrscheinlich hätte ich danach 18 Craze. Ja, dann sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Aber ob ich 13 und 14 Craze habe, interessiert mich jetzt weniger. Gut, Revanche, Angriff mehr. Schwer zu sagen, echt schwer zu sagen. Ich habe ja jetzt hier noch. Ich habe noch ein paar Steine übrig. Ich muss mir das echt überlegen, ob ich es mache oder nicht. Also ihr solltet euch das auch dringendst überlegen. Ja, die Combo ist definitiv gut. Auf jeden Fall. Lohnt sich jetzt da 10% hoch zu pushen? Ich denke eher weniger. Ja. Aber letzten Endes liegt die Entscheidung bei euch. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was ihr da macht. Ob ihr lieber auf eine stärkere Combo warten möchtet oder ob ihr das Ding jetzt hier einfach euch holen wollt, das müsst ihr selbst wissen. Das kann ich euch leider, diese Entscheidung kann ich euch leider nicht abnehmen. So. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Ach so. Genau. Machen wir doch mal so. Ich mache hier so eine kleine, wieder so eine kleine Umfrage da hinten dran. Übrigens, bis jetzt Umfrageergebnis vom letzten Siege-Video, wo ich gefragt habe, gegen die Cartoon Killers war das. Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr einen einzigen Kampf gemacht und mit 7 Punkten gewonnen? Hättet ihr 4 Kämpfe absichtlich verloren, um mit einem Punkt zu gewinnen? Oder hättet ihr alle Matches gemacht, so wie ich es gemacht habe? Ist tatsächlich. Bin ich sehr überrascht. Also eine Antwort war eben so wie ich das gemacht habe, alle Kämpfe. Und die andere Antwort war tatsächlich 4 Kämpfe verloren. Absichtlich, ja. Okay, also so. Könnt ihr auch mal reingucken in das Video. Ich verlinke es hinten dran und könnt ihr mal schauen, wie hättet ihr reagiert. Machen wir jetzt hier auch nochmal eine kleine Umfrage. Bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Dodgeball Louise, kaufen oder nicht kaufen? Ja, und je nachdem, schauen wir mal, wie ihr euch entscheidet. Überlege ich mir dann auch noch, ob ich es mir hole oder nicht. Ne? Packe ich hinten dran jetzt hier, oder jetzt müsste die wahrscheinlich eingeblendet werden. Kaufen, Dodgeball Louise oder nicht? Interessiert mich eure Meinung dazu. Also, haut rein, ich wünsche euch was.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like, einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollt, teilt das Video mit euren Freunden. Vielleicht, ja, werden wir ja doch ein bisschen bekannter dadurch. Und ja, und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.